Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen, ja, welche Energien für die Woche vom 17.07. bis zum 23.07. hier wichtig werden fürs Kollektiv. Ihr bedenkt bitte, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Und bitte bedenkt auch immer, dass Zeit fließend ist. So, ich lasse jetzt hier mal einfach mal so ein paar Hauptenergien springen, bevor ich mit den Tarotkarten ja in die einzelnen Tage oder in die Woche reingehe. Wir schauen jetzt mal hier mit den Astrocards, ja, welcher astrologische Hinweis uns denn hier für die neue Woche gegeben wird. Welche Karte wird hier für die neue Woche wichtig? So, da haben wir hier schon einige. Da haben wir Konjunktion, Verschmelzung und Energie. Mondknoten, das neue Lebensziel, ist auch interessant. Der Mondknoten wechselt ja in den Widder. Und Merkur, Verstand und Sprache. Also es kann sein, dass du in der neuen Woche dir ganz viele Gedanken darum machst, ja, wo es einfach für dich hingehen soll, wo deine Bestimmung ist. Das kann sein, dass du auch darüber kommunizierst, dass du dir aber auch hier vom Verstand her oder von deinem Gedanken, ja, einfach hier versuchst, irgendwo mit einer Konjunktion, das ist immer eine, da stehen die Planeten immer grad genau oder bis zu 5 Grad auseinander, ne? Das heißt, die stehen ja eigentlich so gut wie aufeinander. Und es kann halt sein, dass du hier jetzt versuchst, in der neuen Woche dir wirklich ganz explizit die Frage zu stellen, darüber nachzudenken und auch zu kommunizieren. Ja, was könnte denn dein Lebensziel sein? Was möchtest du verändern? Wo soll es für dich im Leben hingehen? Merkur ist auch das Analysieren, ne? Vielleicht geht es hier aber auch um das Thema Geschwister, weil Merkur steht auch für das Thema Geschwister, könnte bei dem einen oder anderen vielleicht auch eine Rolle spielen oder Geschwisterthemen. Ja, und Merkur, da geht es einfach auch um das Thema Schreiben, Kommunikation, klar zu äußern, was man auch möchte, ne? Und es kann sein, dass du vielleicht in der neuen Woche, so kommt es mir, vielleicht hast du in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen eine Krise gehabt, wo du für dich überhaupt nicht wusstest, wo es eigentlich hingehen soll. Und in der neuen Woche kann es sein, dass du hier ja, zu einer Lösung kommst, zu einem neuen Ziel. Du machst hier Pläne und du weißt jetzt, wo dein Weg hingehen soll. So nehme ich das hier wahr. Und guckt mal, an der Unterseite sehe ich gerade, haben wir den Chiron, den inneren Heiler. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass du bisher bestimmte Lebensziele für dich nicht angegangen bist oder angepackt hast, weil du immer wieder verletzt wurdest. Verletzt in dem, was du für dich willst, was du dir vorgestellt hast. Deine Ziele wurden vielleicht von anderen immer wieder kleingeredet, so wie das schaffst du eh nicht etc. Und in dieser Woche kann man hier wirklich durch diese Klarheit, die man für sich findet, auch für sich in die innere Heilung kommen. Es kann natürlich auch sein, dass du anderen hilfst, einen neuen Lebensweg zu finden, neue Wege einzuschlagen, den eigentlichen Weg zu gehen, der eigentlich für einen vorgesehen ist, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du da auch andere unterstützt. So, jetzt schauen wir mal, welcher Engel denn hier an eurer Seite ist für die neue Woche. Da geht gleich hier die Sonne auf. Welcher Engel begleitet euch in der neuen Woche? Welcher Engel begleitet euch in der neuen Woche? Die Freude. Das ist ja sehr schön. Es geht ja um die Freude. Ja, dass du jetzt vielleicht wieder einfach mehr Energie, mehr Schwung für dich hast, auch die eigenen Ziele in die Realität umzusetzen, ne? Dass du dir wirklich jetzt mal Gedanken darüber machst, was bereitet dir eigentlich tatsächlich Freude im Leben? Und da kann es sein, dass du jetzt in der neuen Woche, ja, für dich zu einer neuen Klarheit kommst. Das ist natürlich auch die Merkur-Energie, ne? So, ihr Lieben, jetzt schauen wir mal, welche Hauptenergien aus dem Tarot wollen sich denn hier für die neue Woche zeigen.
So, da haben wir hier die 9 der Münzen. Sehr schön. Da geht es um das Thema Selbstwert. Es geht um das Thema Gewinne. Es geht, ja, das ist eine Jungfrauenergie, auch wieder eine Heilungsenergie. Du heilst für dich selber. Venus in Jungfrau, auch das Thema Werte. Die Venus wird ja am 23.07., glaube ich, geht es in der Rückläufigkeit, zwar im Löwen, aber wenn die Venus rückläufig ist, werden natürlich die Themen, wo die Venus jetzt so die letzten Wochen und Monate lief, nochmal Thema. Und es kann sein, dass du jetzt in der neuen Woche dich hier ganz viel mit deinem eigenen Wert auseinandersetzt. Ne? Was bin ich für mich wert? Was möchte ich? Wie möchte ich, dass die Menschen mit mir umgehen? Ja, das könnte hier ein wichtiges Thema werden. Ansonsten ist für mich die 9 der Münzen auch eine große Glücksenergie tatsächlich. Man könnte in einer Angelegenheit wirklich großes Glück haben. Man könnte in einer Situation einen großen Fisch an Land ziehen. Na, vielleicht geht es hier um neue Angebote, Chancen, Möglichkeiten. Also die 9 der Münzen ist immer eine ziemlich glücksversprechende Energie tatsächlich. Ne? Aber in erster Linie für mich auch die Heilung, weil es einfach auch eine Jungfrauenergie ist. Ne? Und die Heilung des Selbstwertes, die Venusenergie. An der Unterseite sehen wir nämlich mal wieder die 3 der Schwerter. Und das ist ja ebenfalls eine Heilungsenergie. Ne? Es geht hier darum, dass du vielleicht in der neuen Woche auch Entscheidungen triffst, die dir vielleicht erstmal wehgetan haben, aber du weißt, es ist jetzt Zeit, um für dich in diesen eigenen Wert auch wieder zu kommen. Ja, und es geht hier um das Thema, eine alte Wunde einfach zu heilen. Da haben wir auch hier den Chiron, da geht es ja auch um alte Wunden. Und vielleicht geht es auch darum, dass du in dieser neuen Woche ganz klar für dich Position beziehst, ne? Dass du dich einfach für dich entscheidest. So nehme ich das ja auch wahr. Ne? Wir schauen jetzt mal, was will sich denn oder mit welcher Energie startest du denn in die neue Woche? Mit welcher Energie startest du in die neue Woche? Der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe steht auch für Angebote, für feurige Angebote. Es könnte hier für einen jüngeren Mann stehen. Könnte Löwe wieder Schütze-Energie sein, muss aber nicht. Es geht einfach um eine Energie, wo du entweder sehr dynamisch in die neue Woche startest, sehr energiegeladen, oder es kommt hier tatsächlich plötzlich unverhofft ein Angebot auf dich zu von einem Ritter der Stäbe, oder es geht um ein sehr leidenschaftliches, feuriges Angebot. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht in der Liebe sein. Das kann auch beruflich sein. Das kann allgemein im zwischenmenschlichen Bereich sein. Vielleicht lernst du auch jemanden kennen. Aber es geht in erster Linie um das Thema Dynamik, Motivation, Leidenschaft. Einfach, dass hier eventuell auch leidenschaftliche Nachrichten auf dich zukommen und dass sich hier Chancen ergeben, die aber, sage ich jetzt mal, mit dem Feuerelement nicht unbedingt ja, langfristig und stabil sind, aber die hier zumindest ein bisschen Pep in den Alltag bringen könnten. Was ich hier mal noch sagen wollte, ist, dass es auch um das Thema bei die 9 der Münzen ist für mich auch die Single-Karte. Ne? Es geht vielleicht bei dem einen oder anderen auch darum, dass man hier so ein bisschen Probleme hatte, alleine zu sein, Single zu sein. Und da könnten die 3 der Schwerter jetzt auch noch mal zu einer neuen Erkenntnis führen, wie du das Single-Dasein für dich wahrgenommen hast, was du auch lernen durftest, oder du schließt jetzt Frieden damit und sagst, okay, ich bin trotzdem absolut wertvoll und ich fokussiere mich jetzt auf mich. Ne? Das wäre hier ganz klar auch eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch noch mal um finanzielle Themen handeln mit Venus, Energie, ne? Heilung auf finanzieller Ebene, das wäre auch noch mal eine Möglichkeit. Vielleicht einfach auch aufgrund dessen, dass du hier jetzt auch einen neuen Weg einschlagen möchtest, dass du für dich weißt, wo es für dich hingehen soll, im beruflichen Bereich, in deiner Berufung, in deinem neuen Lebensziel. So, dann haben wir hier mal wieder den Turm. Ach, der zeigt sich jetzt auch ganz, ganz häufig. Ja, passt aber auch mit dem Ritter der Stäbe. Vielleicht kommt hier plötzlich jemand ja ganz unverhofft und du rechnest überhaupt nicht damit, jemand auf dich zu. Mit dem Ritter der Stäbe und dem Turm werden absolute Selbstverständlichkeiten völlig eingerissen. Ich lasse jetzt mal gleich noch weitere Karten springen, ihr Lieben, ehe ich jetzt hier jede Karte einzeln deute.
Dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie. Hier haben wir die 10 der Kelche. Die 8 der Stäbe. Ja, irgendwas kommt hier relativ schnell. Also hier geht es um Nachrichtenkommunikation. Es geht um klare Entscheidungen auf der emotionalen Ebene oder auf der emotionalen Erfüllungsebene. Also es geht um die emotionale Erfüllung. Wir haben hier eine Nachrichtenkarte, wir haben hier Bewegung, Aktivität, Nachrichten. Also es kann wirklich sein, dass hier völlig plötzlich unverhofft Nachrichten auf dich zukommen. Auch interessant hier mit dem Merkur, das steht ja auch für die Kommunikation. Und hier an der Unterseite haben wir interessanterweise die 4 der Schwerter. Also es könnte wirklich sein, dass sich ja vielleicht in einer Situation jetzt lange nichts bewegt hat und jetzt hier auf einmal plötzlich ganz viel Energie reinkommt. Die Königin der Schwerter, das könnte jetzt deine Energie sein oder es hat etwas mit einer Königin der Schwerter zu tun. Das ist eine sehr klare, analytische, teilweise auch distanzierte Energie. Und vielleicht ist es so, dass du hier sehr klar und analytisch reagierst oder agierst auf dieses Angebot, weil hier irgendetwas sehr plötzlich, unverhofft, also ich glaube, das könnte erstmal so ein kleiner Schockmoment sein. Ich habe jetzt aber nicht zwangsläufig das Gefühl, dass es sich hier um negative Nachrichten handelt. Aber es kann schon sein, dass du mit den 10 der Kelchen steht zwar an sich für die absolute emotionale Erfüllung, aber du lässt dir hier auch nicht mehr erzählen, was nicht der Realität entspricht. Das ist auch Merkur. Merkur ist, ich habe einen klaren Verstand. Ich lasse mir hier nicht ein X für ein U vormachen. Und es kann wirklich sein, dass hier emotionale Nachrichten auf dich zukommen oder dass es um emotionale Erfüllung geht, aber du hier sehr klar und analytisch reagierst. Und es kann auch sein, wenn du reagierst, dass du auch erst später reagierst, dass du darüber nachdenkst, dass du hier mit Jupiter in Waage-Energie genau überprüfst, wie reagiere ich jetzt darauf? Inwiefern ist das hier ein ausgewogenes Prinzip? Inwiefern fühle ich mich auch mit Waage in meinem, ja, gewertschätzt, geliebt, wahrgenommen, ernst genommen? Aber hier, glaube ich, kann relativ schnell irgendetwas passieren oder Nachrichten auf dich zukommen, mit denen du wahrscheinlich überhaupt nicht rechnest. Das kann jetzt beruflich sein, das kann im privaten Bereich sein, ne? Aber du wirst erstmal hier ganz klar analysieren, inwiefern oder wie weit du diese Nachricht auch wirklich ernst nehmen kannst, weil du, wie hier auch mit dem Engel der Freude, du möchtest einfach nicht mehr leiden, ne? Du möchtest dich auf dich fokussieren, du möchtest heilen, du möchtest kommunizieren. Vielleicht geht es ja auch um alte Verletzungen, weil man eben deinen Wert nicht gesehen hat. Und du bist ja aber gerade noch nicht sicher, inwiefern das, was du sagst, auch wirklich ernst genommen wird, inwiefern das auch wirklich dann realisiert und geändert wird, ne? Weil die 10 der Kelche, wie gesagt, ist immer an sich eine wunderschöne emotionale Erfüllungsenergie, aber es ist auch immer die Gefahr mit den Kelchen, dass es eine Energie ist, die eher im Sande verläuft, beziehungsweise nur auf der eigenen Vorstellungsebene basiert, ne? Ich lasse jetzt mal hier noch 2, 3 Tarotkarten aus dem After-Tarot springen. Was mir auch mit dem Mondknoten noch auffällt, ist, geht es ja auch um die Bestimmung, um dein neues Lebensziel. Und wie gesagt, der wechselt ja in den Widder. Und da kann es wirklich sein, dass du dir jetzt auch deiner eigenen Bestimmung wirklich bewusst wirst. Und vielleicht stellst du auch fest, auch passend zur rückläufigen Venus-Energie, wenn sich jetzt hier jemand vielleicht aus der Vergangenheit wieder in dein Leben begibt, dass du eben genau prüfst, inwiefern hat dieser Mensch eigentlich tatsächlich noch einen Platz in deinem Leben, auch hier mit den 10 Kelchen und der Königin der Schwerter, inwiefern macht das wirklich Sinn, mit diesem Menschen überhaupt noch zu kommunizieren. Ja, ich lasse jetzt mal hier noch 2, 3 Karten springen aus dem After Tarot. Da haben wir hier, ja, die Temperance, auch wieder eine Heilungsenergie. Es geht auch um ein ausgewogenes Prinzip. Man überlegt genau, wo bekomme ich die emotionale Erfüllung? Wie werde ich in meinem Wert wahrgenommen? Und inwiefern ist auch ein ausgewogenes Prinzip, wie gesagt, wirklich da, ne?
So, dann haben wir hier, na, interessanterweise den Teufel, die fünf der Stäbe und hier den Ritter der Münzen. Naja, und da ist es halt interessant, hier haben wir den Ritter der Stäbe, da den Ritter der Münzen, mit dem Teufel, ne? Dass du hier sagst, du willst in irgendeiner Situation nicht mehr kämpfen, du bist es leid, dass hier irgendwie eben, und das ist interessant, ja, wir haben hier die 14 und hier die 15, Mäßigkeit und Teufel, ne? Also wo bin ich in meiner eigenen Harmonie, in meinem eigenen ausgewogenen Prinzip und wo laufe ich Gefahr, durch Angebote, die mir hier gegeben werden, eventuell auch wieder in alte Abhängigkeiten zu rutschen, ne? Also es könnte zwischenmenschliche Abhängigkeiten sein, es könnte sich aber auch tatsächlich um Suchtthemen handeln, ne? Bei dem einen oder anderen. Und hier geht es halt wirklich darum, dass man in der neuen Woche eben genau schauen darf, wo lasse ich mir immer viel zu schön etwas erzählen, was letztendlich gar nicht der Realität entspricht. So nehme ich das hier wahr. Und es kann sein mit den fünf der Stäben, dass du wirklich erstmal nicht so aktiv wirst, also wenn hier etwas auf dich zukommt, dass du eben genau überlegst, na, Königin der Schwerter, wie reagierst du darauf? Wir haben hier an der Unterseite nämlich die sechs der Münzen und da ist es ja auch wieder dieses Geben und Nehmen. Also inwiefern ist dieses Prinzip des Geben und Nehmens mit diesem Menschen oder mit dieser Situation, in der du dich hier befinden könntest, wirklich auch ausgewogen. Aber ich glaube, die neue Woche ist eher sehr geprägt tatsächlich von deiner Verstandesenergie und nicht großartig von den Emotionen. So nehme ich das wahr, weil du dir jetzt sagst, hier muss irgendwie eine Heilung rein. Ich kann mich nicht immer in meine alten Verletzungen bringen lassen. Ja, und je nachdem, wo natürlich der Chiron bei dir im Horoskop steht, könnte das natürlich auch der Bereich sein, der in dieser neuen Woche hier auch ja, wichtig wird. So, ich lasse jetzt hier mal noch ein Krafttier springen für die neue Woche. Das Kamel, das fällt jetzt interessanterweise auch sehr, sehr häufig. Es geht hier um das Durchhaltevermögen. Du wirst getragen und sicher geführt. Der Sieg ist dir gewiss. Und Kamele, die können ja auch immer eine längere Zeit auch ohne etwas klarkommen, ne? Ja, vielleicht hast du auch längere Zeit auf etwas oder jemanden verzichten müssen. Ja, und das hat ja aber auch Wunden aufgerissen. Das hat dich sicherlich auch stark gemacht in bestimmten Bereichen. Aber du hast halt meines Erachtens nach auch keine Lust mehr zu verzichten. Ne? Was mir hier auch noch auffällt, ist, dass du, glaube ich, sehr, aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wirklich sehr bedacht reagieren wirst und schaust für dich, welche Ressourcen hat diese Situation oder welche Ressourcen hast du in Bezug auf diese Situation und was hast du eigentlich schon ausgehalten in dieser Situation, um die es geht oder mit diesem Menschen, um den es geht. Aber das ist ja schön, dass du hier wirklich Entscheidungen für dich triffst. Na, die drei der Schwerter steht zwar in erster Linie auch für eine Entscheidung, die erstmal wehtun kann, aber letztendlich, es ist eine heilende Energie. Ne? Man darf noch mal bewusst durch diesen Schmerz gehen. Also interessant hier der Chiron und hier die drei der Schwerter. Man darf noch mal bewusst in diesen Schmerz gehen, um letztendlich zu heilen. Und Heilungskarten haben wir ja einige drin, das finde ich sehr schön. Weil dein Ziel ist tatsächlich ja wieder in diese Freude zu kommen. Ne? Einfach auch, wir haben ja viel Gelb und Grün auf der Karte, Heilung, Lebensvitalität, Freude, Glück. Na, da fällt mir ein, die Sonne und der Baum aus dem Lenormand, wenn ich die Karte so anschaue. Und da geht zum einen auch tatsächlich das Lebensziel, weil der Baum wird ja auch dem Leben zugeordnet und die Sonne ist für mich auch immer so dieses, ja, das Hauptthema, wo möchte ich eigentlich hin? Und du möchtest einfach für dich, dass so ein neues Lebensziel wieder in die Freude kommt. Aber es kann wirklich sein, dass hier nochmal jemand auf dich zukommt, sehr plötzlich unverhofft und du eben dann genau überprüfen wirst, inwiefern hat das Ganze tatsächlich noch Zukunftspotenzial? Ne?
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.